Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich, wie ihr es im Titel schon gesehen habt, wieder einen Unhaul für euch. Manchmal muss man sich eben von geliebten Dingen trennen, damit es einem wieder besser geht. Oder damit man wieder Platz im Bücherregal hat, um Bücher zu shoppen, damit es einem wieder besser geht. Wie man das jetzt auch sehen möchte. Ich habe ein paar Bücher aussortiert, die mir nicht gefallen haben oder von denen ich weiß, dass ich sie nicht mehr lesen werde oder die mir vielleicht auch nicht gut getan haben und so weiter und so weiter. Das werde ich euch aber von Buch zu Buch entsprechend erzählen, warum ich es aussortiert habe. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit dem ersten Buch. Das kennt ihr auch schon aus einem meiner Unhaul-Videos, weil ich es schon mal aussortieren wollte, es dann aber nicht getan habe, weil mir der Buchschnitt so gut gefallen hat. Das war tatsächlich der einzige Grund. Und ja, jetzt habe ich mein Bücherregal gestern in einer Nacht- und Nebel-Aktion, also wir haben heute Rosenmontag, ich hatte gestern Abend dann auf einmal den Rappel gekriegt und habe mein Bücherregal umsortiert, damit ich was zu tun habe. Und ja, dann ist mir das Buch wieder in die Hände gefallen. Und dann dachte ich mir, nein, jetzt zieht es wirklich aus. Den Buchschnitt habe ich euch schon gezeigt. Ich spreche natürlich von Bleib bei mir, Sam. Ich habe das Buch damals im Buddy Read gelesen und muss auch sagen, dass es uns allen nicht so gut gefallen hat. Irgendwie haben wir alle vom Klappentext was anderes erwartet als ein Mädchen, das wirklich die komplette Story über hinweg an ihrem Handy hängt und mit ihrem verstorbenen Freund kommuniziert. Ja, irgendwie dachte ich, das ist zwar der Aufhänger der Geschichte, aber es zeigt vielleicht die Entwicklung, die das Mädchen mit sich macht, wie man mit so einem Verlust umgeht. Aber irgendwie, ja, waren mindestens 80% der Geschichte, das Mädchen hängt am Handy. Und das hat mich halt irgendwie dann ein bisschen genervt, weil ich irgendwie so nichts Positives aus dem Buch dann herausziehen könnte, wie man mit Verlust umgeht, etc. Ich weiß aber auch, dass viele Leser das Buch als sehr, sehr schön empfunden haben, aber mich konnte es halt leider nicht so berühren, wie ich es mir erhofft hatte. Ich kann dich nicht ein zweites Mal verlieren. Die 17-jährige Julie hat ihre Zukunft perfekt geplant. Endlich raus aus dem kleinen Ort, mit ihrem Freund Sam in die Stadt ziehen und studieren, den Sommer in Japan verbringen, aber dann stirbt Sam. Und alles ist anders. Julie ist am Boden zerstört, geht nicht zur Beerdigung, wirft weg, was sie von Sam besitzt, versucht ihn zu vergessen. Doch als sie eine Notiz von Sam in ihrem alten Jahrbuch liest, kommt alles wieder hoch. Nur um seine Stimme zu hören, ruft sie Sams Handynummer an und Sam hebt ab. Das nächste Buch habe ich im Zuge der Bookish Christmas Aktion bekommen und habe es sogar auch im Dezember gelesen, habe es aber tatsächlich vergessen, im Lesemonat Dezember euch zu zeigen. Und ja, es ist mir einfach nicht im Kopf geblieben, dieses Buch oder diese Geschichte. Es ist mir sogar so wenig im Kopf geblieben, dass ich ja, es einfach im Lesemonat vergessen habe zu zeigen und ich spreche von gefühlvoll. Ich habe das Buch auch in meiner Nacht- und Nebel-Aktion aus dem Schrank geholt und dachte, hast du es jetzt gelesen oder nicht? Ich wusste es tatsächlich nicht mehr. Habe mir den Klappentext durchgelesen und dachte, doch, ich glaube, das hast du gelesen. Aber als ich dann den Klappentext nochmal mir durchgelesen habe, dachte ich mir dann so, nee, das triggert dich eventuell ein bisschen. Mache es jetzt einfach aus dem Regal raus und dann ist es okay. Es hat eben ein paar Elemente, die mich aktuell triggern würden. Und deshalb, ja, ich werde es nicht mehr lesen. Ich möchte es auch nicht im Regal stehen haben, bin ich ganz ehrlich. Auch wenn es ein Self-Publisher-Buch ist und ich das eigentlich immer sehr, sehr gerne supporte. Aber es wird jetzt ausziehen. Birdie ist selten im Stress. Mit ihrem Freund Rafa verbringt sie ihre Wochenenden in Venedig oder Paris und auch sonst gondelt sie gerne von Event zu Event, bis Birdie aus heiterem Himmel von Rafa verlassen wird und der darauf folgende Shoppingtrip weitreichende Konsequenzen mit sich bringt. Und dann steht auch noch Lonnie plötzlich vor ihr, den sie seit 15 Jahren nicht mehr gesehen hat. Lonnie ist selten im Stress. Abends mixt er Cocktails in der Bar eines Hotels. In seiner Freizeit widmet er sich gutem Kaffee und selbstgebranntem Schnaps. Doch eines Abends trifft er seine längst vergessene Teenagerliebe Birdie wieder und auch sein Vater verlangt in diesem Sommer plötzlich eine lebensverändernde Entscheidung von ihm. Auch das nächste Buch habe ich im Zuge der Bookish Christmas Aktion bekommen und das habe ich euch auch in diesem Lesemonat bereits vorgestellt. Das ist Hot Kisses for Christmas. Ich
habe euch im Lesemonat auch schon erzählt, dass es für mich einfach nur eine Geschichte für zwischendurch war. Es war jetzt kein literarisches Highlight. Es war lustig zu lesen. Manches war ein bisschen drüber für mich. Es war spicy, das auf jeden Fall. Ich meine, der Titel heißt Hot Kisses. Wissen wir ja alle, was uns da erwartet. Aber es ist jetzt auch keine Geschichte, die ich nochmal lesen muss, lesen würde, lesen wollte. Und deshalb darf es auch genau wie gefühlvoll am Mittwoch, wenn wieder Kindergarten ist und ich wieder zum Bücherbaum komme, dann darf es dort einziehen und vielleicht findet sie ja ein schönes neues Zuhause. Den Rausschmiss aus der Elitetruppe der New Yorker Polizei hat sich Ethan selbst zuzuschreiben. Das Schlimmste daran ist jedoch, zum Jahresende in ein Kleinstadtnest mitten im Nirgendwo abgeschoben zu werden. Eine echte Katastrophe. Der einzige Lichtblick ist die süße Kaffeebesitzerin Darylyn, die nicht nur bildhübsch ist, sondern obendrein Feuer im Hintern hat und Ethan gehörig den Kopf verdreht. Heiße Küsse im Schnee sind daher unvermeidlich und machen Lust auf so viel mehr. Aber der neue Deputy steht im Fokus der ganzen Kleinstadt und bringt die althergebrachte Ordnung schon ohne eine heiße Affäre völlig durcheinander. Als ein Brand jeden in helle Aufregung versetzt, muss Ethan beweisen, wie gut er in seinem Job wirklich ist. Und Darylyn trifft eine folgenschwere Entscheidung. Dieses Weihnachtsfest wird richtig hot. Und das dritte Buch, das im Bücherbaum landen wird, weil es ebenfalls ein Rezensionsexemplar ist, ist Die Reise deines Lebens von Jule Pieper. Von ihr habe ich tatsächlich auch ein Buch bei der Bookish Christmas Aktion dabei gehabt, aber das steht auch noch hier in meinem Regal. Allerdings habe ich dieses hier jetzt im Februar gelesen und ihr werdet inhaltlich auch mehr erfahren, wenn ihr dann den Lesemonat Februar euch anschaut. Deshalb werde ich jetzt zum Inhalt nicht so viel verraten und zu meiner Meinung. Ich sage einfach nur so viel, dass es mich nicht catchen konnte. Es ist ja so ein bisschen Belletristik, Roman mit ein paar Selbsthilfe-Elementen. Also es soll anstoßen, sich über manche Dinge im eigenen Leben Gedanken zu machen, verpackt in eine süße Geschichte. Ich sag einfach mal, ich werde es halt nicht nochmal lesen und deshalb wird es auch keinen Platz in meinem Bücherregal haben. Also ich habe es noch gar nicht einsortiert. Es lag die ganze Zeit hier noch in meinem, oder liegt immer noch in meinem Rollcontainer. Ich weiß nicht, ob ich euch den schon gezeigt habe. Also auf Instagram habe ich ihn auf jeden Fall gezeigt. Ich habe hier einen Rollcontainer gekauft und da liegen unten die gelesenen Bücher. In der Mitte liegen die Rezensionsexemplare, die ich noch lesen muss. Und oben ist eine Pflanze und die Bücher, die ich gerade am Lesen bin, quasi. Und ja, deshalb liegt das Buch noch dort und nicht in meinem Bücherregal. Da wird es auch nie landen. Und werde es am Mittwoch dann auch zum Bücherbaum bringen. Für alle, die endlich etwas verändern wollen. Betty Ulrich führt das langweiligste Leben aller Zeiten. Ihr Alltag besteht aus Arbeit, nervtötenden Telefonaten mit ihrer Mutter und dauerhafter Erschöpfung. Der krönende Abschluss jedes Tages ist das Einschlafen vor dem Fernseher, der ihr hilft, sich nicht so allein zu fühlen. Nie hat sie Zeit, darüber nachzudenken, was sie eigentlich will, bis sie ohne ihr Handy in den Zug steigt und sich auf die Reise nach Wien begibt, bei der sich ihr komplettes Leben auf den Kopf stellt. Ihre dortigen Abenteuer bringen sie dazu, sich den großen Fragen ihres Lebens zu stellen. Woher weiß ich, was mich glücklich macht? Wie kann ich ein aufregendes Leben führen, ohne alles verändern zu müssen? Und wieso bin ich eigentlich auf der Welt? Kommen wir last but not least zum letzten Buch, das hier ausziehen darf. Und da werden die Zuschauer unter euch, die mich kennen oder schon länger kennen, auch direkt fragen, warum wird es ausziehen? Warum sortierst du es aus? Es ist nämlich Chain of Thorns von Cassandra Clare. Und ihr wisst, ich liebe die Schattenjäger und diese Reihe habe ich auch sehr, sehr gerne gelesen. Ich liebe Cordelia. Sie ist halt einfach eine Powerfrau, eine Powerprotagonistin und ich liebe die ganzen Konsorten, weil es einfach so die Kinder der Schattenjäger sind, die ich in der Clockwork-Reihe auch so vergöttert habe. Ja, es kommen halt super viele Charaktere auch wieder vor, die es in anderen Reihen auch schon gab, zum Beispiel Magnus Bane, der sich ja als oberster Hexenmeister von Brooklyn durch die ganzen Reihen irgendwie schlängelt. Aber jetzt die wichtigste Frage, warum zieht es aus? Das kann ich euch sagen. Ich gehe es mal kurz holen, einen Moment.
Ich hätte mich einfach auch ein bisschen besser auf das Video vorbereiten können und das, was ich gerade holen war, schon bereitlegen können. Also wie gesagt, diese Ausgabe hier wird ausziehen. Dafür durfte nämlich diese Ausgabe hier einziehen. Ach, es spiegelt schon wieder total. So, hier könnt ihr es ein bisschen erkennen. Es ist die Bücherbüchse-Ausgabe, die Luxus-Ausgabe quasi der Reihe mit super tollem Einband, super tollen Innenklappen. Also es ist wirklich richtig schön und es ist einfach so schwer, das in der Hand zu halten. Ich mache mal den kompletten Einschlag ab. Umschlag, Einschlag. Also so sieht es ohne den Umschlag aus. Das Vordere habe ich euch schon gezeigt. Hier ist quasi das Hintere. Es ist einfach eine wunderschöne Ausgabe und ich mag die Reihe auch, wie gesagt, unheimlich gerne. Ich habe Band 1 und Band 2 schon länger im Regal stehen. Also als diese Luxuskollektion rauskam, war Chain of Thorns allgemein noch nicht auf dem Markt erschienen, also auf dem deutschen Markt. Und deshalb hatten sie zuerst nur von Band 1 und 2 eine Luxusedition gemacht, haben aber gesagt, zu 3 wird es natürlich auch ein Luxusbuchband geben. Ja, aber deshalb hatte ich damals Band 1 und 2 gleich im Doppelpack gekauft und dieses hier wollte ich dann eigentlich auf der Buchmesse kaufen, aber ich muss ablegen, es ist super schwer, aber da hatten sie an ihrem Stand tatsächlich nur die Bücher im Dreierpack verkauft, also Band 1, 2 und 3. Auf jeden Fall darf dieser Schatz hier jetzt ausziehen, weil die Reihe in diesem optisch wunderschönen Design jetzt endlich komplett im Regal steht. Mein Monk ist mega happy. Aber ja, das ist tatsächlich der einzige Grund, warum ich jemals Cassandra Clare oder die Schattenjäger aussortieren würde. Liebe oder Pflicht, Gefahr oder Untergang, der alles entscheidende Kampf gegen die Mächte der Finsternis. Die Schattenjägerin Cordelia Carstairs ist aus dem edwardianischen London nach Paris geflohen. Zu sehr schmerzt sie die unglückliche Scheinehe mit ihrer großen Liebe James Herondale. Nun sucht sie vergessen, ausgerechnet mit James' bestem Freund an ihrer Seite. Doch unheilvolle Nachrichten treiben die beiden zurück. Während alte Feinde sich zusammentun und ein mächtiger Höllendämon nach der Macht greift, hat sich Cordelias Freundeskreis durch Intrigen und Geheimnisse entzweit. Dabei werden sie die Welt der Schattenjäger nur gemeinsam retten können oder in einem letzten großen Kampf alles verlieren. Ihr Lieben, das waren alle Bücher, die ich im Februar aussortiert habe. Es waren einige, die mich einfach nicht überzeugen konnten und es waren auch Herzbücher dabei, wie ihr gesehen habt. Jetzt dürft ihr mir gerne mal in den Kommentaren verraten, ob ihr eins davon gelesen habt oder welches davon ihr vielleicht auch aussortiert hättet oder vielleicht auch behalten hättet. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Rosenmontag. Habt's fein und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss!